Guten Morgen, liebe Leute, und herzlich willkommen mal wieder zu meinem Hausfrauen-Stream. Heute Morgen wieder eine erneute Folge Sport am Morgen. Na? Wo bleibt der Ton? Der ist da. Gut, wir fangen heute auf dem Boden an. Nehmen uns bequem hin. Fange erstmal an, mit den Beinen zu rudern, um die Hüfte etwas frei zu machen. Jetzt ein paar Tage nichts gemacht. Wollen wir erstmal wieder reinkommen. Dann ziehen wir auch das Knie nach innen zu dem anderen Bein. Und auch das linke Knie nach innen ziehen. Nochmal die andere Seite. Noch ein letztes Mal die linke Seite. Dann ziehen wir auch mal das rechte Knie zu uns ran. Drehen es etwas nach innen. Und strecken dann das Bein raus. Heben das nach unten, drehen uns und wechseln dann das Bein. Ich mache noch mal einen Kreis. Und wechsel dann die Seiten. Auch hier wieder das Bein ab. Und mache auch hier wieder einen Kreis. Wir strecken mal beide Beine von uns und Arme nach oben hin. Entlasten dann wieder, stellen das linke Knie auf und kommen mit dem rechten Bein nach oben und versuchen, das Bein gegen die Arme zu pressen oder die Hände. Ferse dabei nach oben hin zur Decke.
Entspann dann wieder und nehme den rechten Fuß in die rechte Hand, ziehen den Knie, das Knie zur Brust, linkes Bein dabei auf den Boden, gerade ausgestreckt. Kommen wir wieder zurück und legen den rechten Fuß auf den linken Oberschenkel, ziehen das Knie zu unserem Brustrand. Dann drehen wir uns nach links und auch nach rechts. Dann machen wir das gleiche auf der anderen Seite. Fuß nach oben rausstrecken, Ferse zur Decke und Wade anspannen. Das Gefühl hat, man hat ein Armauge so schlecht. Dann nehmen wir den linken Fuß wieder in die linke Hand, rechtes Bein nach unten und ziehen das Knie wieder zur Brust. Kommt dann mit dem linken Fuß, guten Morgen, auf das rechte Knie oder Oberschenkel und ziehen dann wieder das Knie zur Brust. Drehen uns dann wieder nach links und nach rechts. Kommen dann wieder zurück, drehen uns etwas seitlich zur Mitte mit der Hüfte. Kommen dann mit dem linken Knie nach unten, rechte Hand auf das Knie und wir schauen nach links, strecken den Arm links raus. Die entgegengesetzte Seite.
und zurück. In die Knie, in die Hände. Und kreisen unsere Hüfte. Massieren so sanft die Wirbelsäule. Auch mal in die andere Richtung kreisen. Und rollen uns dann nach oben ab. Komm einmal in den Schneidersitz. Ziehen die Hüfte nach hinten raus. Nehmen die Arme nach oben. Und dehnen uns zur rechten Seite. Wir strecken den Arm einmal nach rechts aus, ziehen die Seite lang. Nimm die Hand aufs Knie, rechte Hand nach hinten und wir drehen uns nach hinten, schauen dabei nach vorne. Beide Hände nach oben. Drehen die Handflächen nach außen. Atmen ein. Bei jeder Ausatmung kommen wir mit den Händen nach unten. Nehmen wir die Hände wieder zusammen und dehnen uns nach links. Strecken dann rechts den Arm wieder raus. Dann wieder die Hand aufs Knie, drehen uns nach hinten, schauen dabei nach vorne. Dann nehmen wir die Hände in den Nacken. Rollen uns nach vorne, ziehen den Nacken Richtung Brust, rollen uns ein, sodass wir den Nacken schön dehnen.
entlasten wieder den Nacken, dass wir uns nicht überstrapazieren. Lehnen uns einmal nach links. Kommen wieder zurück zur Mitte. Dehnen noch einmal den Nacken. Öffnen uns wieder und nach rechts. Wir gehen das letzte Mal nach vorne. Entlasten wieder, kommen mit den Ellenbogen nach vorne. Versuchen die Hüfte etwas zu entspannen. Und langsam uns fallen zu lassen. Den Nacken wieder zu entspannen. Entgegengesetzte Richtung in die Hände hinter uns, strecken den Rücken nach oben raus. Entspannen den Nacken, indem wir ihn kreisen. Die Schultern einmal lockern. Auch in die andere Richtung rudern. Hin und her rudern. Entgegengesetzt ist immer etwas schwieriger. Kommt man durcheinander. So, wir setzen uns nochmal nach vorne. Ein Gegenstand, bei mir ist es der Yoga-Block. Nehmen hier die Füße in die Hände und kommen auch hier nach vorne mit dem Kopf Richtung Block. Vielleicht seht ihr es, ich komme noch nicht ganz ran. Dann lasse ich noch mal locker, entspanne noch mal. Und setze erneut an. Und beim zweiten Mal klappt es dann noch besser. Mal wieder entspannen. Noch ein letztes Mal anspannen. Dann lassen wir wieder locker. Schieben den Block beiseite. Legen die Füße nach vorne. Versuchen die Fußspitzen anzufassen. Fuß zu unserer Brust hin und wippen langsam mit der Hüfte. Schön locker, nicht zu kräftige Bewegungen. Wechseln dann
auch die Seiten. Komm dann wieder zurück. Einmal an den Vierfüßler. Richten uns nach vorne, nehmen die Knie, rollen uns darauf ab, Fußspitzen nach oben und wir strecken den Körper einmal nach vorne raus. Komm dann in die entgegengesetzte Richtung, Beine etwas auseinander. Fingerspitzen nach vorne, aufstellen, den Kopf zwischen die Arme, den Rücken lang machen. Wieder langsam nach oben, Beine etwas öffnen, wir setzen uns auf unser Gesäß, kommen mit den Armen nach vorne, strecken den Rücken schön lang, greifen wir mit den Händen nach den Äpfeln. Ziehen die Schultern vor und zurück. Komm dann mit der rechten Hand unter den linken Arm. Ziehen die Schultern lang, dabei dürft ihr den Kopf auf den Boden auflegen. Wechseln wir die Seiten. Dann wieder zurück. Richten uns wieder nach oben auf, einmal in den vier Füßen. Strecken einmal die Hüfte raus, ziehen den Bauchnabel lang, Schultern nach hinten. Dann einmal in die entgegengesetzte Richtung. Wir machen einen Buckel. Bauchnabel nach hinten, Hüfte absinken lassen, Schultern nach unten ziehen. Und nochmal ausstrecken. Und noch mal einen Buckel machen. Ein paar Minuten haben wir noch. Wir strecken einmal das linke Bein aus, linker Arm nach oben.
Seite. Wieder zurück. Muss mich langsam fertig machen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und vielen Dank fürs Zuschauen. Guten Morgen, Milano. Du kommst zu spät. Bis nächstes Mal.